Muss ich die auch nochmal würfeln oder reicht meine schon? Nur, dass das im Vorfeld was würfel ich heute denn einen Müll zusammen? Zunamin reicht es, Serpentilion nein, Abelmir reicht, Raphim reicht und Diamantis reicht es auch nicht. Diejenigen, die es dann geschafft haben mit mehr als 7 Sternchen, die bekommen dann 1W6 minus 3 und die anderen gar nicht. Ja, damit kann ich leben. Noch. Ja, Raphim würde einmal Miras große Pranke nehmen, sie über seinen Kopf legen und dann friedlich schlummern. Immer noch mehr ASP als Abelmir, also ist alles gut. Ich kann mich Somni gravieren, also. Dann regenerierst du aber nicht. Ja, ich habe auch nichts verloren. Ich habe keine Lebenspunkte verloren. Kannst nicht zufällig den Bären ruhen? Mm-mm. Na, zu schade. Ich bin kein Elf. Ja. Aber ich habe trotzdem meisterhafte Regeneration. Ja, das ist okay. Wenn du regenerieren darfst, und du darfst ja. Hm? Ich habe eine Frage noch. Ja? Haben wir 3 Tage jetzt da verbracht oder sind wir instant losgefahren? Ihr habt 5 Stunden bei Kotnas Hahn verbracht, seid dann 1 Stunde nach Sinoda, 1 Stunde dort verbracht und dann 10 Stunden in Richtung... Also es ist jetzt eure erste Nacht, die dann eben auch relativ schnell begonnen hat. Nein, ich meine, der zwischen letztes Mal und dieses Mal, sind da 3 Tage vergangen oder sind wir noch am gleichen Tag losgefahren? Achso, ihr wart 3 Tage in Sinoda. Okay, danke schön. So könnt ihr versuchen zu schlafen. Nach rund einer Stunde hört der Platzregen auf und es wird nur noch lauter. Die Tiere des Waldes, die jetzt krähen und brüllen und reißen und schreien. Raphim. Du stehst in einem großen steinernen Gebäude. 8 Ecken kannst du zählen. 9 Ecken. Du stehst in einer Arena. Hunderte vor dir. Hunderte Kreaturen. Geschuppte Wesen, die dort Platz genommen haben oder stehen und dir zurufen und schreien. Zischen. Da, Kuresh. Ein Zweikampf auf Leben und Tod. Blickst dich um, noch ist kein Gegner da. Und dann wachsen dir Schuppen aus deinem Körper und geben deine Haut. Das Zischen von den Rängen der Hexenkrieger, die den Kampf fordern. Dann kannst du sehen, wie sich vor dir eine gewaltige, steinerne Pforte öffnet. Mächtige, dumpfe Schritte, die du hören kannst. Und ein gewaltiger Schlinger, der heraustritt. Ich würde mir einmal mit der eigenen Hand über die Schuppen fahren, die Waffe in der Hand kreisen lassen. Komm her, du Hurensohn, Zeit zu sterben. Da, Kurisch, da, Kurisch. Der Schlinger stirbt auf dich zu. Und du hörst. Ja. Oh. Dein Herz schlägt kräftig. Ja, ich möchte mich mal umschauen. Sind die anderen auch schon wach? Wie spät ist es? Mitten in der Nacht. Du kannst dein kleines Äffchen erblicken, wie es gerade in der Nähe von Boltak sitzt und ihm im Rucksack herumfischt. Ja, ich bin ja festgebunden. Wie weit ist der Affe denn weg? 2 Meter. Ja, das ist ja kein Problem. Dann, würde ich tatsächlich einfach mal... Ich nehme erst... liegt hier irgendwas, was ich werfen könnte? Warte, lass mich mal gucken, ob ich hier was habe, was man werfen kann. Kannst sehen, wie das kleine Raubäffchen an Boltaks Gürtel greift und den Beutel mit den Edelsteinen anfasst. Ein Pferdeschnitzerei kannst du werfen. Ja, ich versuche den Affen mit einer Pferdeschnitzerei abzuwerfen. Okay, dann Fernkampfbasis. Ja. Da bin ich jetzt überraschenderweise nicht so der Held. Ja, du schmeißt das erste Pferd, das Äffchen zeigt dir seine Zähne und faucht. Ja, sei bloß vorsichtig, ich habe noch viele Pferde dabei. Das Äffchen verschwindet mit dem Beutelsbeutel. Naja, er hat ja noch mehr zu Hause. Ich würde mich einfach umdrehen und wieder Miras Tatze auf meinen Kopf legen. Der nächste Tag. Ihr erwacht mit dröhnenden Kopfschmerzen.
Das wiederum ist nicht angenehmer als die Brabaka-Sümpfe. Solomin hat wie so ein Panther auf dem Ast gelegen und entfesselt sich jetzt gerade. Immerhin lebt ihr noch. Ich würde das als Erfolg verbuchen an diesem Ort. Hat jemand meinen Beutel gesehen? Ja, ja, den hat der Affe geklaut. Welcher Affe? Ja, der von letzter Nacht. Oh. Wie? Rafim, da waren meine Edelsteine drin. Oh nein. Das ist dramatisch. Das sind die Geschenke für die Elementare, die ich eventuell herbeirufen muss. Ja. Das ist... Wir müssen den Affen finden. Ja, der ist irgendwo da. Ja, wollen wir das nicht in 5 Minuten machen? Nein, Rafim, wir machen das jetzt. Wie wollt ihr den Affen finden hier im Dschungel? Das ist eine gute Frage. Ihr wisst doch nicht mal, wie er aussieht. Habt ihr denn einen kleinen Apportzauber auf euren Gegenständen? Doch nicht auf meinen Beutel. Und waren eure Dolche nicht dort drin? Nein, meine Dolche sind bei mir. Außerdem... Einerseits sehr klug, andererseits jetzt gerade sehr unpraktisch. Das ist wahr. Außerdem muss ich meinen einen Dolch noch fertigstellen. Den kann ich noch gar nicht mit dem Apport versehen. So, ja. Jetzt, wo wir alle so rumbrüllen, stehe ich dann auch auf. Ach, ja. Verdammt. Immerhin hat dieses infernale Geschrei aufgehört. War euer Ast irgendwie gemütlicher als meiner? Wie konntet ihr denn schlafen? Also geschlafen habe ich gut, offensichtlich so fest, dass mir ein Affe meine Edelsteine geklaut hat. Oh, 50 Dukaten, na hier. Nun, ich gebe zu, geschlafen habe ich nicht, aber in Sulamins kundig gebundenem Knoten hat es sich hervorragend gelegen. Ich war irgendwie immer im Halbschlaf, aber trotzdem habe ich geträumt. Rafim, du hast ein ganzes Pferd geworfen. Nein. Das, ja, also ich habe vielleicht ein Holzpferd geworfen, aber auch nur eins. Okay. Also auf den Affen. Es will ein Affe mit Edelstein. Bulldogs, ich habe ihn nicht gefragt. Es war mir auch ein bisschen egal. Aber hätte er meine Ration geklaut, das hätte ja nur irgendwie Sinn gemacht. Oder meinen Schnaps. Ich guck mal, ob der Schnaps noch da ist. Atmet dann erleichtert auf. Oh, das hätte ich noch irgendwo verstanden, aber er kann doch mit den Edelsteinen gar nichts anfangen. Vielleicht glänzen sie ja schön. Aber sie waren doch im Beutel. Der Beutel war verschlossen. Er wusste doch gar nicht, was darin ist. Der Dschungel hat ihn gerufen? Ah ja. Nun gut. Es kommt von Sumo und es geht zu Sumo zurück. Kann man nichts machen. Wir müssten erstmal von diesem Baum wieder herunter. Ich schaue mich mal vorsichtig nach unten um. Ja, das sollte einfacher sein, dass wir hochgekommen sind. Ist der Baum jetzt glitschig vom Regen, oder? Im Prinzip schon, ja. Solange du angebunden bist und das Tau hängt da wohl immer noch runter, kann man da auch sich vorsichtig drauf bewegen. Ich würde erstmal vorsichtig am Tau ziehen, ob es noch festgebunden ist. Ja, du kannst auch sehen, dass der Orkulizaner schon nach unten geklettert ist. Nun gut, wir sehen uns unten. Mhm. Und seht einmal zu, Lamin. So hervorragend habt ihr diesen Knoten gebunden, dass ich ihn sogar ohne Probleme öffnen kann. Sag ich, dass ich meinen Knoten aufziehe. Ja, das ist die große Kunst des Knotenbindens. Oh, jeder sollte sie mal erleben, wenn sie Zeit hat. Aha. Er hat nicht Unrecht. Nun komm schon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Na gut. Nun, gestern Abend war es schwierig, denn naja, ich musste auch noch versuchen, selber nicht vom Baum zu fallen. Ja, es ist ja keiner vom Baum gefallen. Das würde ich als Erfolg werten. Das tue ich. Ich weiß nicht. Ich würde mal nach unten gucken, ob da jemand liegt. Du siehst unten es glitzern. Oh, da sind das... lass mich einmal schnell runter. Ja, und ich würde auch noch... Ja, du lässt dich runter und kannst auf dem dreckigen, matschigen Boden noch 6 Edelsteine aufklauben. Jo, alles klar. Dann stecke ich mir die ein. So, könnt ihr nach unten die Taue wieder lösen mit dem seltsamen Knoten, den die Goon Gorpriester geknüpft haben, und dann aufbrechen.
Wieder einmal geht es in Richtung Nordwesten, dem Sumpf entlang dem Gebiet. Mal ist es matschiger, mal weniger, aber überall sind diese ekelhaften Stechmücken. Die Nester, die dort sitzen, ja, Moskito verseucht, stehende Wasserflächen. Überall gibt es abgestorbene Bäume, verfaulendes Holz und gespenstisches bleiches Schimmern. Und je weiter ihr in den Norden kommt, desto mehr könnt ihr es auch erkennen in den Wässern im Sumpf, wie es sich verfärbt hat, leicht purpur oder lila geworden ist und deutlich krank aussieht. Ich möchte eine Probe nehmen. Sollte ja nicht schwierig sein. Nein, das gelingt. Einmal mehr, Kapitän, muss ich eurer hervorragenden Entscheidungsfähigkeit Glück wünschen. Den größten Teil eines Monats durch diese Art von Gelände zu staffieren, hätte uns vermutlich alle bis an den Rand gebracht. So sind es nur wenige Tage. Nun, theoretisch wären es nur wenige Augenblicke gewesen, hätte ich meine elementaren Mächte einsetzen dürfen. Und ihr müsst allerdings anerkennen, dass wir dann wichtige Ausrüstung nicht hätte mitnehmen können. Naja, gut. Wir hätten ein, zwei Maraskaner vorschicken können mit unserer Ausrüstung und ihr habt recht. Rafim hätte vorgehen können mit unserer Ausrüstung. Und ihr hättet wahrhaftig Rafim alleine hier gelassen? Aber mir hätte ihn begleiten dürfen. Ach, wie groß. Nun seht ihr, und den Kapitän können wir wohl schwerlich alleine durch so etwas marschieren lassen, also hättet mindestens ich und Sulamin mitgehen können und dann wärt ihr alleine gewesen. Und ohne euch hätten wir wieder einen zu wenig gehabt, um die... Welche Zahl war es? Nun, die Zahl jedenfalls voll zu bekommen. Ich glaube, die 42. Möglich. Gut möglich. Ja, sei es wie es sei und wie es ist. Was meint ihr? Ich vermisse das Rot. Gestern war der Wald noch so schön, aber hier... Das heißt wohl, wir kommen näher. Ich fühle mich ob der Wahl unserer Bekleidung ein wenig fehl am Platz. Wie meint ihr das? Sagt Serventilio, der irgendwie in roter Maraskan-Kleidung hier rumsteht. Nun, ich hatte nach etwas Jahreszeit angemessenen gefragt. Regnet es eigentlich jeden Abend hier, so wie in Al-Anfar, zu einer gewissen Stunde? Falls ihr mich gefragt habt, das sind die Grundlagen. Ja, aber das könnte eventuell stören, oder? Ich kann dafür sorgen, dass es davor abregnet. Nun, ihr könnt nicht den ganzen Wald gegen euch aufbringen. Nein, ich werde doch nicht den Wald gegen mich aufbringen. Aber... Es gibt hier so viel Wasser. Wird euch euer kleiner Zauber sicherlich nicht helfen. Nun, aber lokal bedingt hilft er sehr wohl. Wenn ihr meint. Sagt einmal, Serpentuje, beherrsche den Cantus des Accuratum. Selbstverständlich. Dann könnt ihr eure Kleidung doch anpassen, farblich. Nun, ja, aber... mal durch die Umgebung. An was genau? Nun, an diese schmutzig grau-grüne. An dieses kleidsame Purpur. Ja... Und was bin ich dann? Der einzige purpurne Fleck zwischen einem Dutzend Roten? Danke, aber nein, danke. Dafür ist mir die Zauberkraft dann doch zu schade. Wälzt euch sonst einfach einmal durch den Dreck, das geht auch. Ja, also könnt ihr noch etwas diskutieren und dann weitergehen. Die Reise ist anstrengend durch das ewige Dickicht, was hinter euch wieder zuwuchert. Ihr seid ungefähr 4 Stunden unterwegs. Bis ihr dann auf eine kleine Schneise tretet. Eine Schneise, auf der ihr Leichen erblicken könnt. Von den hässlichen. Ihr könnt Echsen und Marus erkennen. Oh, ist das ein wundervoller Anblick. Schreckliche Wunden, die in ihn klaffen. Ihr sollt euch über Leichen nicht so freuen. Die übergebe mich leise ins Gebüsch. Sind Echsen? Es sind Leichen. Ja, jede tote Echse ist eine gute Echse. Wenigstens überdeckt der Geruch des Dschungels, den Verwesungsgeruch. Sulamin, du kannst erkennen, als du auf die Lichtung trittst, wie dort
Echsenkrieger stehen. Grün und schwarz. Und dann tritt von der anderen Seite heran Maus. Sie beschnuppern sich gegenseitig. Es gibt wenige Austauschworte auf einer kratzenden Sprache. Und dann stürmen sie aufeinander los. Du kannst sehen, wie sie sich ineinander verbeißen, hacken, schlitzen, schneiden, bluten, töten, zerreißen, zerfetzen. Und dann triumphieren die Echsen. Initiative. Von euch allen. Ah, jetzt freue ich mich auf Maraskan. Oh, sind sie weg? Initiative, oh je. Mit dem Magierstab mit Kugel drin. Ach, guck mal, das ist sogar die 12. Oh, die 6, sehr schön. Dann bin ich bei 17 dran. Dann, Zulamin zieht vor, 22, sie zieht ihre Säbel. Wer steht neben ihr? Vermutlich ich, auch wenn ich nicht will. Zulamin schlägt zu. Ah! Mach deinen Schaden, Zulamin. Hey, erstmal angreifen. Okay, stimmt, du hast recht. Dann Zulamin. Dann werde ich erstmal parieren, meine Liebe. Warte, warum ist der Paradewert falsch? Das müsste die 5 sein. Hast du schnell ziehen? Ach, du hast deinen Stab in der Hand, ne? Ja, yeah, also. Ich kann das parieren. Ich pariere nicht. Okay, jetzt mach Schaden. Versuch was mehr als. Ihre Augen leuchten in einem ungesunden, bleichem Rot. Als sie dir den Säbel in die Brust treibt. Oder wohin? Ja, Brust ist vorne. Das! Eine Wunde, mach nochmal eine 6. Was hast du für eine Rüstung geheilt? Null. Oh, wie viel LP warst du nochmal? Jetzt bin ich auf. Warte. Oh ja, 3. Du kriegst noch eine W6 Zusatzschaden. Der ist schon eingerechnet. Oh, okay. Es war nur eine Wunde. Zulamin zieht vor, alles klar. Erste Aktion von Zulamin. Ich beherrsche mich mal selbst, die Kunde. Okay, das reicht. Ich sehe, dass Zulamin Sepehelio angreift aus heiterem Himmel. Ja, könnt ihr alle dann sehen. Dann blitze ich sie. Nicht mich? Ich bin hier der Unvertrauenswürdige. Nee, aber. Ihr lauft da lang, auf einmal nimmt sie Zulamins Augen leuchten auch eben, also das kannst du erkennen, das ist irgendwas nicht... Okay, gut, ja. Aber wo sind deine Initiative? 17. Okay, dann reicht das sogar. Terra, ich gehe davon aus, dass du das LC offen hast. Zulamin hat Blindkampf, die ist vom Blitz, ich finde bei weitem nicht so... Aber das weiß ich nicht. Nein, das ist völlig okay, aber ich hab's gerade nicht da, deswegen sag mir, wie beeinträchtigt ich bin. Ja. Halbiert. Die Initiative fällt auf alle Fälle. Du kannst halt weiterkämpfen ohne Probleme, aber die Initiative fällt. Das ist halt wichtig. Genau. Und vor allem ist es halt ein greller Blitz in deinem, also vor deinem geistigen Auge. Vielleicht reißt dich das aus der Illusion raus oder so. Ich weiß es nicht. Das ist keine Illusion. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, was sie sieht und so, aber, ne? Zulamin ist sowieso gerade nicht da. Ja, wollen die anderen vorziehen, sonst ist Zulamin dran und hackt weiter auf Serpentilio. Kann ich vor ihrer ersten Aktion, vor ihrer zweiten Aktion handeln? Ja, jetzt wo die Initiative da ist, auf alle Fälle. Zulamins Ini sinkt von 22 minus 15, dann ist sie über 7. Okay, nee, das... Minus 19, okay. Alle anderen können vorziehen, sie ist bei 3. Ja, Aktion, Position zu ihr hin und dann Fußfeger. Ja, dann würfel bitte den Raufenangriff. Kampf. Wäre gelungen. Darf sich dagegen verteidigen? Nee, macht sie nicht. Dann. Ja, erzähl uns doch, was der Fußfinger macht. Dann darf sie eine Gewandtheitsprobe machen, die nicht weiter modifiziert ist, um auf den Beinen zu bleiben. Schaden mache ich trotzdem. Warte mal, Zulamin, du hast gegenhalten, oder? Ja, natürlich hat sie gegenhalten. Dann macht sie gegenhalten gegen die Amantas. Kann sie nicht, denn ich habe eine höhere Initiative. Ich kann sie problemlos auf H unterlaufen. Und sie ist in falschen Distanzklasse, um eine Manöver einzusetzen. Gegenhalt machst du auf deiner DK. Aber ja, du hast, das ist okay. Außerdem ist nicht höhere Ini sowieso die Voraussetzung dafür? Nee. Du bist ja ein Ausfall. Ja. Gut, aber dann du bleibst stehen. Bekommt Zulamin 9 TPA und liegt auf dem Boden, korrekt? Nee, sie hat die Gewandtheitsprobe geschafft, deswegen liegt sie nicht auf dem Boden. Achso, sie nicht erschwert? Kommt nur 9 TPA, gut. Die ist nicht erschwert, nee, hätte ich mir ansagen müssen. Gut, wer möchte vor Zulamin vorziehen?
Okay, ich möchte erstmal verstehen, was da passiert. Wie offensichtlich ist, dass Sulamin gerade besessen wird? Magiekundeprobe plus 3. Okay, mal gucken, Serpentilio, ob du gleich dein Ende findest. Ja, du hast recht. Ich hab sie dazu verzaubert, mich selbst in Stücke zu hauen. Du kannst Serpentilio, Diamantis kannst auch noch ein Stück schneiden. Der hat ja Raphimen, der hat Sulamin auch angegeben. Ja, ich kenne den seit 2 Stunden. Der Junge ist nicht der, dem ich an der Seite stehe, Freunde. Okay, ich habe die Probe geschafft. Ich will sie nicht verzaubern, also lasst euch was einfallen. Ich will also, Sulamin ist offensichtlich verzaubert oder ähnliches, korrekt? Ja, sie blickt aus stumpfen Augen in Richtung zu Diamantis. Also ich brauche nur eine Spielrunde für meinen Geisterbann. Ach ja, na dann, so viel Zeit habe ich. Also ich würde sie ja eigentlich umreißen, aber ich habe keine Bohrensichel mehr, deswegen ist es nicht mehr drin. Du kannst so zustechen. Ja, wenig überraschend ist das nicht mein Plan. 3. Ich stelle mich dazwischen. Okay, dann kriegst du den Schaden. Ja, das war, hab ich mir gedacht. Ja, Diamantis war schon, Boltax war schon. Aber nee, ich habe eine Aktion benutzt. Habe mir. Ich würde gerne halten, also sie in eine Ringattacke machen auf sie und okay, ihren Schwertarm, also ihren Säbelarm festhalten. Ja, tu das. Eine Ringattacke kann ich mir selber erschweren, zusätzlich, aber mache ich eher nicht. Ja, die ja, kommt gut. Jetzt. Gut, dass du es nicht gemacht hast. Okay, dann, ich habe noch eine, genau. Dann tut. Also ich bin zuerst dran, ich würde einen Zwingtanz auf Sulamin würfeln, weil der macht sie auf jeden Fall K.O. Wie teuer ist der? 7 ASP. Ja, gut, dann mach. Ja, dauert 3 Aktionen, dann ist der durch. Ach, 3, okay. Dann werde ich mich jetzt erstmal retten. Ich mache einen Höllenpalm. Ich verkürze auf eine Aktion, das ist einmal verkürzen, und ich erhöhe die Reichweite, das ist einmal. Es kostet beides 5 ZFB-Sterne pro, geht also 10, halbiert sich für Gildenmagier auf 5. Und dann, wenn ich ihn in meiner langen Zauberliste finden kann, es tut mir leid. Ich glaube, den haben wir noch nie gewirkt, ne? Weil wir haben keine bösen Menschen vorher gehabt. Okay, wir haben ihn schon abbekommen. Ich habe ihn falsch eingetragen, der hat 24 auf Reichweite, so. Und dann, gebe ich ihm, wie gesagt, das 5er Schwert. Dann haben wir die 20 Punkte, wie hoch ist deine MR? 9. Hoeka, Sie sind raus. Sulamin. Ihre MR ist aktuell ist Ihre MR 0. Ah. okay, sie erliegt starken Muskelschmerzen und fällt vor Krämpfen zu Boden. Gut, dann brech ich mein... Das ist kein widerstehbarer Effekt. Danach wird sie keine Ausdauer mehr haben, denn genau. Für 19 mal 3 Kampfrunden verliert sie. Na, gemach. Ich habe zwar noch, ich kann das abbrechen. Wenn ich möchte. Sulamin. Aber ja, sie verliert jede Kampfrunde 20 Ausdauer. Sulamin, als du erwachst, alles schmerzt, tut weh. Du kannst sehen, wie die anderen Leute um dich herum stehen mit besorgten Blicken. Ich glaube, ich kniee sogar neben ihr. Hab einen Stab irgendwann in die Seite gelegt. Sulamin? Lass mich sagen, es tut mir leid. Was ist passiert? Ihr wolltet ihn loswerden. Ein sehr guter Stich. Direkt durch die Brust. Ihr habt sein Herz nur knapp verfehlt. Ja, und dann musste ich euch verzaubern. Tut mir leid, aber ich hab dich getreten. Ach ja, Boltax, du musst die gleiche halbe Maß abziehen. Hab ich schon gemacht, ja, okay. Weil ich abgebrochen habe. Nein, da war nichts mit Serpentilio. Sie dreht sich um, dahin, wo die Leichen lagen. Sie haben wieder gelebt. Sie haben sich auf der Mitte der Lichtung getroffen und miteinander gesprochen. Und dann haben sie einander umgebracht. Da liegen nur tote Echsen. Moment, das klingt, als hättet ihr einen Blick in die Vergangenheit riskiert. Sulamin, ist in euch etwa magisches Potenzial erwacht? Nein, das wäre Tomek aufgefallen. Konntet ihr verstehen, was sie sagten, oder sprachen sie auf einer alten exischen Sprache? Nein, ich kann leider kein Exisch. Es klang irgendwie rau. Aber wie gesagt, sie haben kurz miteinander gesprochen und es sah nicht so aus, als würden sie sich streiten. Und dann haben sie sich einfach umgebracht. Klingt nach einem Beherrschungszauber. Es könnte auch etwas anderes sein.
vielleicht liegt's ja an der Lichtung. Jedenfalls, ich... Nein, ich wollte Serpentilio nicht umbringen und auch sonst niemanden. Ich habe nur zugesehen. Ich bin mir sicher, das wolltet ihr nicht. Und doch bin ich sehr froh, Rot zu tragen. Und eure Augen glühten, Zulamin. Es war, als hätte etwas von euch Besitz ergriffen. Das ist schon einmal passiert. Es tut mir leid. Was sagt Magikone 16 darüber? Könnte das ein Geist gewesen sein? Musst du nicht würfeln. Also, sie ist auf alle Fälle, das hast du bei deinem Zauber gemerkt, es war keine Magieresistenz vorhanden. Also, sie hatte halt keine Matrix vorhanden. Sie war einfach zu durchdringen. Wie durch Papier mit einem Messer. Ich kenne ja Tsunami, ich weiß, dass das nicht sie ist. Sie ist ein Medium. Oh, das habe ich dann auch gemerkt, oder? Aber die MR ist doch nur gegen Geister dann null. Gegen Boltax und Serpentilio dürfte die ja nicht null sein. Ja, aber wenn der Geist in dir eingefahren ist, dann kämpfst du ja mit dem Geist und hast nicht noch Potenzial, um gegen unsere Zauber zu kämpfen, oder? Ja, okay, das macht Sinn. Also so hätte ich das verstanden. Ich habe euch damals bevor der Schlacht gewarnt. Erinnerst du dich, Boltax? Ja, ich, Geister, oder? Geister. Nun, es gibt nichts, was wir dagegen jetzt tun könnten. Wenn ihr wollt, kann ich euch des Nachts einen Schutzkreis ziehen, aber dies war ja nun nicht unser Problem gerade. Könnt ihr euch überhaupt noch auf dem Bein halten? Das sieht schwer aus. Wenn ihr so gut werden, mir diese Flasche hier zu entkorken, meine Gnade möchte nicht. Das ist doch nicht nötig. Wir haben bestimmt noch eine halbe Stunde Zeit. Und hier ist so viel Humus vorhanden. Ich kann euch ohne Probleme heilen, mein Freund. Ich werde dich jedenfalls vorher nicht mehr auf die Beine kommen, denke ich. Ja, dann würde ich mich jetzt um dich kümmern. Ich würde Rafim bitten, dass er ein bisschen Blätter und Gras und so zusammenträgt und großflächig über dich ausbreitet. Dann würde ich deinen Kopf auf meinen Schoß betten. Nun, Serpentilio, dann lasst uns einmal zu Sumo beten, dass sie ihre Kraft in euch einfahren lässt, sodass es euch gleich wieder besser geht. Nicht wahr? Dies wird keine Herbeirufung, oder? Nein, nein. Wir rufen die Kräfte Sumos nur an. Das ist gut. Elementare haben die Angewohnheit, mich nicht übermäßig wohlwollend zu betrachten. Das kann ich nachvollziehen. Währenddessen können Abelmir, Diamantes und Rafim sich die Lichtung betrachten. Ein schlechter Verwesungsgeruch, der alles durchschneidet. Selbst den feuchten Moder, der euch seit Stunden umgibt. Okay, du kriegst 30 Lebenspunkte wieder. Das macht mich auf 24 voll. Einige, du sitzt sehr schuldbewusst daneben bei der Prozedur. Einige Käfer, die vor euren Tritten fliehen, als ihr den Kampfplatz betretet. Geschuppte Leichname, die ihn hier bedecken. Noch ein kleines Äffchen entdecken, was hier in den Innereien von einem toten Echsenmensch schadlos seine Schnauze hineinsteckt. Es faucht euch dann mit nahtspitzen Zähnen an und verschwindet dann ebenso in den Bäumen wie das Äffchen gestern. Auch wenn es sicherlich ein anderes war.